Am 1. Januar essen wir auch Banitsa. Das hier ist Banitsa. Das ist so ein spezielles Brot oder Kuchen mit Käse drin und Blätterteig. Und da drin gibt es auch ein Glück versteckt. Also wir schreiben so verschiedene Glückwünsche auf kleinen Zettelchen und die verstecken sich dann in diesem Brot oder in der Banitsa. Und wenn man das entdeckt, dann muss man das ganze Stück aufessen, damit es auch wirklich in Erfüllung geht. So, wir schauen gleich, was ich drin habe und was mich dieses Jahr erwartet. Und von der Banitsa habe ich Stesseradwaschen und Dobrozdrave. Ich werde gute Gesundheit genießen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man sich wünschen kann, oder nicht? Ja, also man kann eigentlich alles schreiben. Glück, Geld, Faulheit, Arbeit, alles Mögliche. Und es gibt auch fertige Glückwünsche, die man kaufen kann. Aber die meisten Leute schreiben einfach das, was sie gerne haben möchten. Und dann bekommt man, was man bekommt. Ja, also wir schreiben meistens immer die Sachen, die nicht materiell sind. Aber manche Leute schreiben auch ein neues Auto, ein neues Haus, eine Reise und was man sich eben wünscht. Womit schlagen wir uns also? Wir schlagen uns mit der Sorvatschka. Also der ganze Brauch heißt Sorvakane und dieser Stock hier heißt Sorvatschka. Wie ihr seht, das ist eine selbstgemachte, also vielleicht nicht die allerschönste, aber sie ist selbstgemacht. Und die Sorvatschka macht man aus einem, aus dieser Pflanze, das heißt auf Bulgarisch Drian. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Hartriegel. So sagt Google, ich habe es nie benutzt, ich habe es nie gesehen in Deutschland. Aber in Bulgarien benutzen wir das für die Glückwünsche in der Banitsa und auch für die Sorvatschka. Und warum gerade diese Pflanze? Denn Drian blüht im Januar oder Februar und hat seine Früchte erst im November oder Dezember. Also ihr seht hier die kleinen Knospen. Und das heißt, diese Pflanze bekommt das ganze Jahr über die Sonne und blüht damit eine ziemlich lange Zeit. Und deshalb glauben die Bulgaren, dass das viel Sonne abbekommt und dass wir dadurch, wenn wir uns dann damit schlagen, besonders gesund sind. Ja, und dann schmücken wir den Drian Hartriegel mit verschiedenen Früchten. Also ihr seht, es gibt Popcorn, es gibt getrocknete Früchte, es gibt Nüsse, es gibt diese Krawajčeta, das sind so kleine Röllchen, also Donuts aus Brot. Und dann die Farben von Bulgarien, weiß, grün und rot. Also dieser Brauch kommt ja vom Lande. Man wünscht sich, dass alles fruchtbar ist, dass der Boden fruchtbar ist und dass die Bäume viele Früchte bringen. Und ja, dass es genug zu essen gibt und dass wir alle gesund und munter bleiben. Ja, und wie das dann mit dem Hauen funktioniert, das zeige ich euch gleich. Und ja, nachher essen wir das auf. Wir öffnen die Nüsse, also jeder öffnet eine Nuss. Wir sind drei zu Hause, deshalb gibt es drei Nüsse. Jeder wählt eine Nuss und wenn man sie öffnet und die Nuss gut ist, dann heißt es, dass man auch wirklich das ganze Jahr über gesund bleiben wird. Und wenn die Nuss schlecht ist, dann wird man wahrscheinlich nicht so gesund sein. Surva vesela godina, do godina do amina. Давай дръжи, да си жив, да си здрав, златна ябълка в градина. Сладки плодове за децата, златен клас в небята. Сурва весела година, до година до амина. Ники, сега тата ще ти даде парички. Виж, 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 виж. Тата ще ти даде парички. Йей! Йей! Дай ти лука. О, благодаря. Und so bekommt man auch ein bisschen Geld dafür. Meistens die Kinder.
Ja, das war der bulgarische Brauch Sorvakene. Und ich habe euch auch die Banica gezeigt, was wir typischerweise am 1. Januar essen. Und jetzt möchte ich von euch hören, welche Bräuche habt ihr bei euch? Gibt es etwas Besonderes, was ihr zum 1. Januar esst? Und falls ihr Bulgaren seid, dann schreibt mir, was habt ihr von der Banica bekommen? Kakvovice padno Banica. Und ja, schreibt mir einfach generell, welche andere Bräuche gibt es in eurem Land. Ich fände es wirklich schön, wenn wir uns austauschen und einfach mehr über die verschiedenen Traditionen rund um die Welt erfahren. Das war alles von mir für heute und ich wünsche euch ein frohes, gesundes, neues Jahr.